Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Electric Dave. Ich bin heute wieder mit dem Hyundai Ioniq Facelift Modell unterwegs und möchte mit euch mal gemeinsam den Spurhalteassistent bzw. die Cruise oder ich kann schon sagen Autopilot-Funktion zu testen. Ja, wir werden uns das jetzt mal gemeinsam anschauen, wie die Funktion hier aussieht, denn die ist etwas anders. Die ist nicht wie beim Vor-Facelift-Modell, dass ihr quasi den Spurhalteassistent aktiviert und dann er euch zwischen den Linien hält, sondern hier haben wir die erweiterte Funktion, die gemeinsam mit dem Tempomaten aktiviert wird. Ich würde sagen, wir schauen uns das mal an und dazu fahren wir mal auf die Autobahn. Der klassische Spurhalteassistent, den aktiviert ihr wie beim Vor-Facelift-Modell hier über diese Taste und wird oben bei euch links im Display dann auch angezeigt, hier jetzt in diesem weiße Fahrsack mit den Strichen nebendran. Diese Cruise-Funktion, die wir jetzt hier beim Facelift-Modell wie auch beim Kona haben, die aktiviert ihr natürlich über den Tempomat. Das heißt, ihr wählt über die Mode-Taste aus, ob ihr den Limiter oder den Tempomat nutzen wollt. Da wechselt ihr auf Cruise, dass der Tempomat an ist. Und dann könnt ihr nach unten eine Geschwindigkeit speichern oder eine bereits gespeicherte Geschwindigkeit nach oben wiederholen. Oder ihr könnt es wieder deaktivieren, und indem ihr auf die Taste hier unten drückt. Dann ist aber auch automatisch der Spurhalteassistent, der erweiterte, deaktiviert. Dennoch könnt ihr den anderen Spurhalteassistent, der einfach nur verhindert, dass ihr über eine Linie fährt und euch gleichzeitig noch warnt, aktiviert lassen. So, das ist die Spurhaltefunktion mit Abstandstempomat in Kombination. Sobald ich das loslasse, können wir sehen, also ich benutze jetzt nichts, auch keine Pedale, da können wir sehen, dass das Fahrzeug sich hier wunderbar in der Spur befindet. Bei 120 km/h. Okay, jetzt kommt ein LKW. Da bremst er rechtzeitig runter. Passt sich der Geschwindigkeit an. Jetzt sagt er, dass das Lenkrad nicht loslassen sollen, weil er nämlich merkt, dass wir nicht mehr lenken. So, und jetzt warnt er uns. Erst mit einem Ton, der echt noch angenehm ist. Noch machen wir nichts. Handy nicht am Lenkrad, wurde deaktiviert. Der Spurhalteassistent hat aber eben reagiert und hat verhindert, dass ich die Spur verlasse. Und ja, aber der andere Spurhalteassistent geht nicht mehr rein. Aber er hält mich trotzdem in der Spur. Wieder. Hat wieder gelenkt. Also selbst wenn man jetzt quasi es vollkommen ignoriert, es piepst zwar, aber er hält mich in der Spur. Sobald ich gegen die Linie komme, lenkt er dagegen. Wieder sehen hier, zack, hat wieder dagegen gelenkt. Ich muss es besser sehen. Somit kann eigentlich gar nichts passieren. Wenn wir jetzt das Lenkrad leicht anstupsen, geht wieder das grüne Lenkrad oben an, wie ihr seht hier. Und der Spurhalteassistent ist wieder drin. Okay, piepst jetzt. Mal gucken. Ah, okay, das Lenkrad einmal ein bisschen bewegt. Hört auch wieder auf zu piepsen. Ja, somit ist der Spurhalteassistent schon mal etwas angenehmer zu handeln und nicht mehr dieses penetrante Piepsen wie beim Vor-Facelift, dieses Tit-Tit-Tit-Tit-Tit, was alle 11 Sekunden kommt. Natürlich lässt man die Hand am Lenkrad, so gehört es ja, aber wenn man es mal zu locker am Lenkrad hat, dann war der manchmal schon ziemlich pingelig, und gerade wenn man jemanden im Auto sitzen hat, der schläft oder so, Kinder etc., dann ist es natürlich blöd, wenn das dann so extrem laut lospiepst. Ja, schön. Ansonsten kann ich nur sagen, dieser Spurhalteassistent ist einfach gigantisch. Er hält das Fahrzeug wirklich in der Mitte der Spur sauber, ohne irgendwelche Zuckbewegungen von Spurlinie zu Spurlinie. Er läuft einwandfrei. Und das natürlich nicht nur bei diesen 88 km/h jetzt, sondern auch bei höheren Geschwindigkeiten. Das können wir mal testen.
sagt 40. Ja gut, das ist nichts für den, das ist easy going. Hält er ganz sauber, ohne irgendwas am Lenkrad zu machen, das Fahrzeug in der Spur. Natürlich müsst ihr jetzt auch vertrauen, dass ich hier nichts mache, außer ein bisschen wackeln mit der Kamera. Aber wie gesagt, wichtiger ist jetzt hier, sich aufs Fahren zu konzentrieren. Die Kamera halte ich einfach nur so ins Blickfeld, ins Sichtfeld. So. Ja, wie gesagt, Spoilerassistent funktioniert gut. Spurwechsel müssen wir halt selbst machen. Oh, da vorne wechselt einer rüber. Den nehmen wir dann also nicht. Ja. So. Und genauso funktioniert der Spoilerassistent auch bei 160. Das ist ein bisschen wackeliger. Ich habe keinen Gimbal dabei. Wie gesagt, ich halte einfach nur das Gerät, die Kamera in der Hand. Vor meine Nase, damit ihr was sehen könnt. So. Sobald mal frei ist, können wir mal kurz testen, was der Spurhalteassistent sagt. Wie gesagt, 160 und er macht alles selbst und ist auch sehr ruhig. Das Einzige, was hier hubbelig ist, ist die Straße. Aber die Spur hält er sauber. Sehr sauber sogar. Richtig angenehm. Tut mir leid für das ganze Gewackel. Ich hoffe, das ist erträglich. Ja, soviel zum Thema Spurhalteassistent. So, bei dem Ioniq Facelift ist das so wie bei dem Kona, dass man hier, sobald man den Tempomat anschaltet, oben dieses grüne Lenkrad hat und das stellt den Spurhalteassistent auch dar. Gemeinsam mit dem Tempomat geht das also an. Und dieses Symbol daneben, was kennen wir vom Vor-Facelift? Das haben wir ja nur, wenn wir unten auch einschalten. Das ist quasi nochmal der erweiterte Spurassistent Warner. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Das ist der klassische eigentlich. Der hat aber jetzt verhindert, dass ich die Spur verlassen kann. Auch wenn ich kein Tempomat drin habe, funktioniert der. Der ist quasi unabhängig. So, wenn wir den Tempomat jetzt mal ausmachen, haben wir dieses grüne Lenkrad weg, wie ihr seht. Und wenn ich jetzt über die Linie gehe, ohne zu blinken, meckert er und lenkt auch dagegen. So, jetzt können wir ausschalten, das Ding separat natürlich. Ist natürlich nochmal das zusätzliche Sicherheit und Stütze. Und auch bei 180 eingestellt, bei der 274 gerade, funktioniert der Spurhalteassistent einwandfrei. So, und hier nochmal mit den echten 180 km/h. Wie gesagt, Bodenunebenheiten. Fahrmarkierung schlecht, trotzdem erkennt er das alles und macht eine super Arbeit. Und dadurch, dass man jetzt das Lenkrad trotzdem noch frei bewegen kann und nicht wie beim Tesla, sobald man das Lenkrad bewegt, der Autopilot sich ausschaltet, sondern hier ist man einfach flexibel und kann jederzeit, fängt er sich einfach in der Spur. Finde ich deutlich angenehmer zu fahren. So, jetzt sind wir auf der Landstraße, mal testen. Welche Geschwindigkeit nimmt er denn im unteren Bereich noch? Also wir sehen, das grüne Lenkrad ist aktiv. Das heißt, daran erkennen wir, ob der Spurhalteassistent funktioniert. Mit 50 km/h fährt er also auch hier auf dieser Strecke. Das heißt, in einem Stau oder so würde es auch funktionieren. Wir gehen mal tiefer. km/h. Das Lenkrad bleibt immer noch an. Okay, unter 30 km/h können wir mit dem Tempomat nicht gehen und so weit geht auch der Spurhalteassistent. Das heißt, er löst bei 30 km/h auch schön sauber in der Spur. Gut, also die unterste Geschwindigkeit ist 30 km/h und die Maximalgeschwindigkeit ist 180 km/h, die wir einstellen können. Ja. Was halt wunderbar ist, dann im Stau ist es quasi wie so ein Stauassistent. Er fährt selbstständig an, wenn wir entweder das Gaspedal drücken oder wenn wir mit dem Daumen hier nach oben lupfen. Er warnt uns sogar, dass der Vordermann losgefahren ist. Das vordere Fahrzeug fährt an. Das ist eine schöne Sache, da kann man im Stau dann auch immer wieder nichts verpennen. So, dass der hintere hupen muss. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Ja, somit hat sich das Ding auch auf der Landstraße bewährt. Und klar, wichtig ist, dass wir die Fahrbahnmarkierung haben. Die braucht der Assistent auf jeden Fall. In Norwegen habe ich es getestet, da waren teilweise gelbe Fahrbahnmarkierungen, die hat er nicht immer genommen. Dabei nimmt er hier in Deutschland die gelben schon in Baustellenbereichen. Das ist etwas interessant, dass es da doch einen Unterschied gibt.
aber in Norwegen hat er sie stellenweise nicht gemocht, die Fahrbahnmarkierungen. Ja, aber hier in Deutschland funktioniert das super. Ja, das war's auch schon. Ein ganz kurzes Video heute. Aber ich denke mal, ich konnte euch zeigen, dass der Spurhalteassistent bzw. die erweiterte Cruise-Funktion bei dem Hyundai Ioniq Facelift-Modell wirklich eine tolle Sache ist. Es wurde deutlich verbessert und es macht auch richtig Spaß, damit zu fahren. Wie gesagt, mir gefällt es besser, als es mir im Model 3 gefällt, denn der Model 3 ist etwas so starr und wenn man das Lenkrad bewegt, ist er gleich wieder deaktiviert und so. Und hier ist man einfach flexibel und kann den einfach, ja, quasi so reingleiten lassen in die Cruise-Funktion oder auch wieder rausgleiten lassen. Ist nicht so steif, das Lenkrad ist nicht so hart. Also ich fühle mich da deutlich wohler bei. Ja, wenn das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben. Ansonsten abonniert meinen Kanal auf jeden Fall, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Aktiviert die Glocke. Und ansonsten bis zum nächsten Video. Euer Electric Dave. Ciao.